Das ab. Schöner Fisch, hä? Jawohl! Wow! Schön! Das ist so geil! 69 cm! Wow. Mal gucken, was wir nächstes Mal machen. Ja, servus, meine lieben Angelfreunde! Willkommen zurück! Neue Folge, neues Glück! Es wird jetzt gleich dunkel, also müssen wir uns beeilen. Morgen beginnt wieder der Angeltag und heute ist wieder Tackle-Vorstellung und vielleicht kurze Montage bauen. Ich hatte ja beim letzten Mittwochsvideo quasi gefragt, wollt ihr sowas vielleicht öfter sehen? Und ich sag mal, 80% haben gesagt, jo, coole Idee, zeig uns das. Ein paar haben auch geschrieben, Mensch, du laberst so viel oder wem interessiert denn, was andere Angler quasi benutzen oder sowas. Aber ich sag mal so mit 70, 80%, die das sehen wollen, zeige ich euch das nochmal. Im Sommer wäre man das dann wirklich, wenn man dann mehr am Wasser kann, wenn ich auch in der Woche mal vielleicht abends mal angeln kann oder so. Da werden dann natürlich auch das Mittwochsvideo mehr mit Angeln erfüllt sein, also mit reinem richtigen Angeln, nicht Tackle-Vorstellung. Da können wir vielleicht sogar noch einen extra Tag mit einbauen oder so. Also schauen wir mal. Die Welt steht uns hier offen, auf gut Deutsch gesagt. Und falls ihr noch nicht gemacht habt, Revolution Race, ich habe ja heute wieder die Jacke an, kauft noch gut ein. Sind ja jetzt noch, bis zum 16. geht es ja noch. Also nutzt es aus oder lasst es einfach sein. Ich habe mir jedenfalls noch eine Jacke und noch eine Hose bestellt. Weil 15% geht natürlich auch für mich. Also Thomas 15, falls ihr das nicht gemacht habt, bestellt ihr nochmal schnell. So, was wollen wir machen? Wir wollen auf eine Fischart angeln. Was für eine Fischart? Das müsst ihr erraten. Wir machen heute einfach mal ein kleines Gewinnspiel. Ich habe euch ja gesagt, ich will mal mit den Ködern hier von den Moorfischboxen. Ich verlose vielleicht mal einen oder den anderen, wenn ich dazu Lust habe oder wenn ich dazu einen Fisch gefangen habe oder damit einen Fisch gefangen habe. Und mit einem Köder habe ich ja einen Fisch gefangen. Nein, das ist nicht die Frage. Da ist der Köder. Ja, mit dem geilen West-In. Hier. Damit hatte ich ja, der erste Wurf kam die Fehlattacke und beim zweiten Wurf kam ja der Fisch. Ja, und unter den Kommentaren von dem Video wird der Köder verlost. Ist natürlich kein neuer Köder, der wurde ja benutzt, aber wenn man jetzt so ein richtiger Star wäre, könnte man sagen, hier, den Köder habe ich angefasst, damit habe ich einen Hecht gefangen und den ist ja fast ein Unikat, kann einer von euch haben. Und zwar, die Frage wird sein, ihr müsst erraten, auf was für eine Fischart angel ich am Freitag. Ich stelle euch drei Routen vor, ich nehme quasi drei Routen mit und quasi um jetzt hier diese Fischart zu fangen. Und laut der Routen und vielleicht den Montagen oder sowas, müsst ihr mal unter dem Video schreiben, was ist der Zielfisch im nächsten Video, im Freitagsvideo. Und das Gewinnspiel geht natürlich bis Freitag, 19 Uhr. Und dann werde ich einen Gewinner ziehen, der diesen geilen Köder kriegt. Cool. Also, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wenn ihr natürlich keinen Bock habt auf so einen Köder, dann schreibt auch noch nicht die Fischart runter. Ne? Und dann machen wir heute, wie gesagt, ich versuche mich ja mal kurz zu halten. Aber ich bin halt so, wenn ich erstmal mal erzählen bin, dann erzähle ich, wie gesagt, die Leute, die mich wirklich kennen und abonnieren, die wissen das, so ist man nun mal und dann kann man sich auch nicht ändern. Aber mal eine andere Sache, Merchandise sozusagen, oder was heißt Merchandise? Kooperation. Viele haben in dem Mittwochsvideo geschrieben, Mensch, oder auch mir bei Instagram, das ist sowieso immer besser, schreibt mir, wenn ihr mir persönlich schreiben wollt, schreibt mich immer bei Instagram an. Da antworte ich immer, also bei den anderen auch, aber wir hatten ja zum Beispiel ein Problem gehabt, wenn mich Leute auch per E-Mail anschreiben oder sowas, da bin ich nicht so ganz so drin im E-Mail-Sachen, da gucke ich nur ab und zu mal nach und jetzt hatte ich sogar irgendwo eine falsche E-Mail-Adresse angegeben, aber das, egal. Also wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, wie gesagt, ich beantworte ja jeden Kommentar eigentlich unter dem Video und jeder, der mich anschreibt bei Instagram, der kriegt so eine Antwort bei mir. Bei Facebook auch, da bin ich auch ein bisschen seltener drin, also wie gesagt, besser bei Instagram. Da könnt ihr auch mich und Fritzi82 gerne folgen, wenn ihr wollt. Ja, seid immer auf dem neuesten Stand. Aber was ich sagen wollte, da haben mich viele angeschrieben, die wollen gerne wissen, wo habe ich die Angeln gekauft oder wo habe ich die Rolle gekauft. Sowas kann man natürlich bei YouTube nur machen, wenn man eine Kooperation hat. Also da muss ich ganz doll aufpassen. Ich kann nicht zum Beispiel Werbung für eine Firma machen, wo ich mit dem ich keinen Vertrag eingegangen bin oder so. Und weil ich sowas nicht habe, deswegen, die Angeln, die ich im letzten Video, da hatte gleich unterschrieben, was soll das mit der Werbung und so? Das ist keine Werbung. Die Angeln, die benutze ich selber und das sage ich euch, die habe ich auch selber gekauft.
Und deswegen, falls mal sowas sein sollte und ich habe einen Sponsor, keine Ahnung, schlag mich tot. Irgendeine Angelfirma sagt hier, Mensch, willst du den immer testen? Dann sage ich euch, so wie zum Beispiel mit Revolution Race, das habe ich euch gesagt, da habe ich einen Rabattcode, da könnt ihr bestellen oder nicht. Und ich habe auch Werbevideo aufgeschrieben auf die Dings. Und dann ist man auf Nummer sicher, weil das andere ist alles so ein bisschen Grauzone mit so einem Affiliate-Link und wie die Dinger immer heißen. Da will ich erstmal gar nicht rennen. Ich stelle euch das vor, weil ich das selber benutze. Und falls ich mal irgendwie eine Kooperation habe, dann schreibe ich das auch dazu und gebe euch auch so einen Link dafür. So, dann werde ich euch mal die erste Angel vorstellen für den Zielfisch. Und zwar wird es sein, eine kleine Barschrute. Ja, da ist 09er geflochtene drauf. Hier ist ein kleiner Spin-Mat-Köder. Ja, ein Stahlvorfach. Da gibt es auch Hechte drin. Ob Hechte der Zielfisch ist in der Schonzeit, weiß ich nicht. Und hier ist die Shiwoi. Ja, die habe ich euch schon mal vorgestellt. 2,13 Meter lang. 1 bis 8 Gramm Wurfgewicht, also wirklich eine richtig schöne, feine, kleine Rute hier zum Spaßangeln. Die kommt mit ins Gepäck für den Zielfisch. Dann werde ich noch einmal eine Grundrute benutzen. Die nehme ich mit. Das ist die Rute, die ich den Kleinen gekauft habe. Hier mit auch der ganz feinen Spitze hier. Ganz normale Grundrute. Da ist jetzt der Futterkorb hier ab. Die habe ich euch ja im letzten Video schon vorgestellt, die Rute. Achso, da wollten nicht viele wissen. Also sagen kann ich euch das ja. Die Forstmaster von Shimano ist das, weil einige auch gefragt haben. Und da habe ich ja jetzt eigentlich schon die Futterkorbmontage dran. Das finde ich cool. Da haben auch manche auch geschrieben, dass sie selber mit der Montage jetzt schon angeln. Also ihr seht das ja. Das Vorfach ist jetzt ab. Normaler Wirbel. Dann wieder mit meiner Gummiperle, die den Knoten schützt. Dann die zwei Perlen. Und dann steht der richtig geil ab. Ob ich da jetzt noch einen Grundblei ran mache oder so, weiß ich gar nicht, aber ich zeige euch den Vorfach, was ich hier vorbereitet habe. Schöner kleiner Haken. Ja, könnte ein Zehner sein. Ja, da, schöner kleiner Haken. Und dann habe ich hier eine Auftriebsperle auf so ein, naja, 50 cm Vorfach. Da kommt dann noch irgendwo hier ein Bleischrot dran. Das werden wir dann gleich nochmal machen, dass ich hier die Tiefe variieren kann. Hier, die Auftriebsperle ist natürlich verschiebbar und das Vorfach kommt jetzt an der Angel ran. Ja, das ist sozusagen meine Grundrute. So, zack, ist schon gar ein bisschen dunkel geworden hier. Das ist auch nicht schlecht, ist schon ein bisschen dunkel geworden. Ja, da muss man, wenn man nicht mehr der Jüngste ist, muss man auch ein bisschen gucken beim Fummeln. So, Haken ist dran, eingeklippt. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir hier den Haken, Auftriebsperle, 50 cm Vorfach und hier mal gucken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich vielleicht kein Grundblei ran mache und wenn dann nur ein kleines. Das ist die zweite Route, die ich mitnehme. Wie gesagt, manche kommen wahrscheinlich schon auf die Fischart, die ich gerne beangeln möchte, auf die ich jetzt hier abgesehen habe, eingehakt, aufgekurbelt, gleich mal ein bisschen Ordnung geschafft hier. So, dann kommt da natürlich gleich wieder ein Band mit dran. So, ja, mit so einem schönen Band ist die Rute auch immer so richtig schön fest. Die stellen wir hier beiseite. Und dann haben wir noch eine dritte Rute. Das ist hier meine, wie sagt man schön, die eierlegende Wollmilchsau. Ist eigentlich so ein Winkelpicker. Und damit eigentlich gerne mit Pose, damit kann man mit Grund angeln, damit kann man mit Futterkorb angeln. Also die hat mir schon echt gute Dienste geleistet hier. Das ist die, jetzt bin ich hier um meine gute Fliegenrute drin, die kommen hier in die Schnur. Ja, das ist dann da so im Angelschuppen. Und mal gucken, wo kommt die her? Mal so machen. Im Angelschuppen hängt natürlich auch viele Sachen rum. Hier oben seht ihr das. Da hängen noch ein paar Angeln. Da hinten hängen noch ein paar Angeln. Also wir haben auf jeden Fall noch genug zum Zeigen, auf gut Deutsch gesagt. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. So, machen wir uns mal Platz. Also wie gesagt, das ist die, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon gesagt habe, den Routenname. Das ist die Blackwood Feeder. Hm. Ganz alte Ding. Wisst ihr gar nicht, ob das sowas noch zu kaufen gibt. Und dann habe ich hier eine Cormoran, von Cormoran eine Rolle dran, eine 4000er. Hier mit, mit Freilauf hinten. Und so eine
naja, 20er, 18er, 20er Monofile dran. Und da bauen wir uns jetzt eine Posenmontage ran. So, dann gehen wir mal runter. Wir haben einen von meinen kleinen Lieblingsposen, eigentlich von der Bolo-Route, die feststellend ist, hier mit Gummi unten. Die machen wir uns da ran. Ja, da haben wir unten natürlich auch die Gummis mit bei. Wie gesagt, dann kann man ja hier oben, ganz oben, ne, da fädeln wir quasi die Schnur ein. Und hier an der Seite von der Pose kommt sie raus. Ihr seht es schon, die ist schon ganz schön lediert. Also die war schon viel im Einsatz gewesen. Jetzt ist es hier wieder bei dem Licht nicht so einfach. So. Zack. Ja, dann kommt die natürlich da unten raus. Also hängt die dran. Und jetzt mache ich natürlich noch gleich wieder auf die Schnur, ja, mein Gummi hier rauf. Und dieser Gummi kommt dann unten an den langen Schaft natürlich von der Pose noch ran wieder. Weil nämlich mit dieser Pose wollen wir ganz normal angeln, wie man das kennt mit einer Pose, ausschmeißen, vielleicht auf Grund legen, vielleicht treiben lassen. Aber, und dann werden wahrscheinlich auch viele den Fischer raten, guckt euch das an. Der Gute bei der Pose ist, die kommt da oben raus, die Schnur. Hier unten geht sie schön an der Pose lang. Und jetzt können wir nämlich den Köder ausschmeißen, der hier unten dran hängt. Hier kommt dann wirklich bloß, dass die Pose schön austariert ist bis hier. Blei ran. Müssen wir mal aufgucken, die Pose ist 5 Gramm. Ja, wir haben hier so eine kleine Bleie. Guck mal, die so längs gezogen sind, so eine Tropfenform. Tropfenbleie, Birnenbleie, wie man die nennt. Ja, da kommt es genauso ran. Mal gucken, was haben wir hier. Haben wir hier auch 4 Gramm. 2x2, na nee. 5 Gramm ist die Pose. Und ich werde 3,5 Gramm ranmachen. Und dann mal gucken, da werde ich vielleicht noch ein einzelnes Blei, vielleicht unten beim Haken in der Nähe oder so ranmachen. Kommt auf an, wie ich angeln will. Aber das Gute ist, die Pose beim Auswurf, also wie gesagt, man kann sie ganz normal hinstellen lassen, Posen angeln. Ja? Man kann sie kurz über Grund legen. Ja, man sieht den Biss, entweder der zieht los oder der hebt den Köder an, der Fisch. Aber was man noch machen kann, ganz normal Posen angeln. Man wirft die halt ein und dann... Ja, geht mal so ein bisschen zurück. Hier unten ist ja verkürzte Form, der Köder dran. Und dann machen wir mal ein bisschen Schleppangeln. Zack. Das heißt, ich ziehe. Und das ist das Gute bei der Pose, weil das hier oben rauskommt. Eine andere Pose ist ja meistens hier oben dran. Dann würde ich, wenn ich jetzt an der Schnur ziehen würde, würde ich die Pose immer so komisch hinterher ziehen. Ja? Und hier, wenn ich dran ziehe, kippt natürlich die Pose um. Ich habe hier unten meine Maden oder mein Maiskorn. Mal gucken. Und wenn ich jetzt ziehe, zieht die Pose an der Oberfläche so schön und hier hinten kommt schön der Köder hoch, dann fällt er wieder runter, ja, die Pose stellt sie wieder hin, ich kann wieder ein bisschen ziehen, der Köder kommt wieder hoch, ich kann natürlich auch ganz, ganz langsam drehen, dann bleibt die Pose die ganze Zeit so, geht so richtig schön lang und der Köder bleibt in einer Höhe und zieht sie hier schön hinterher. So werden wir morgen angeln. Ja, dann mache ich jetzt noch ein Blei auf, dann kommt da noch ein Wirbel ran, das hat ja dann alles auch schon Eigengewicht. Ja, das sollte man auch gar nicht immer, wenn man so eine Posenmontage vorbaut, muss man da auch echt immer ein bisschen aufpassen. He? Dann denkt man immer, oh okay, jetzt mache ich die Pose ran, die trägt 5 Gramm. Ja, dann mache ich mal gleich so 4,5 Gramm Ruff oder so oder fast 5, der wird es ja aushalten. Aber da kommt dann noch ein Wirbel ran, da kommt auch, wenn ich mit einem Maiskorn angeln will, das wiegt auch ein bisschen, auch wenn das nicht viel ist, aber das wiegt was. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Lieber am Anfang ein bisschen weniger Blei ranmachen, dass man das nicht alles wieder abbauen muss, auf gut Deutsch gesagt. So, dann holen wir hier einen kleinen süßen Wirbel raus. Das Blei haben wir schon dran. Dann holen wir uns natürlich hier wieder eine schöne Gummiperle noch vorher raus. Also das mag ich. Das kann ich euch auch wirklich wärmstens empfehlen. Mal so eine kleine Schachtel, mal einfach mal zu gucken. Im Angelan eures Vertrauens. Die würde ich jetzt sowieso in der Corona-Zeit ein bisschen unterstützen. Jetzt gibt es ja Click and Meet oder wie das heißt. Holt euch einen Termin im Angelan. Ja, ich bestelle auch im Internet. Das ist natürlich heutzutage echt einfach, aber die Angeläden, die ihr in der Nähe habt, unterstützt die einfach. Ob ihr die jetzt unbedingt leihen könnt oder nicht, sollte eigentlich gar keine Rolle spielen. Ja, die Angeläden sind für alle Angler wichtig. Unterstützt die einfach. Holt eure Mahnen da, holt eure Würmer da, holt eure Posen da oder sowas. Ihr könnt die Ruten, könnt ihr anfassen. Das ist immer das Geile eigentlich im Angeladen. Ihr könnt alle vorher anfassen. 1000 Mal, so wie Frauen quasi. Ja, wir Männer kaufen ja, oder ich sag mal, richtige Männer, kaufen Schuhe, die ziehen die an, passen, okay, nehme ich mit. Ja, und Frauen sind ja eher so, ah, ja nee, ah, die Farbe passt jetzt nicht zu meiner Hose und ah, ah nee, die sind vorne vielleicht nicht ganz so rund, wie ich sie haben will.
Ja, bei Men, ah, passt, hm, nehme ich mit. Hm. Knoten schön feucht machen. Zack. Schön gerade ziehen. Dann haben wir hier eine kleine Schere. Oh, die müsste ich eigentlich mal wieder zurückbringen. Nicht, dass ich Ärger kriege. Das dürfte jetzt Frauchen gar nicht sehen. Nagelschere. Aber die Nagelschere habe ich mir quasi zu meinem Equipment geholt, wo ich hier damals meine Gummifische gegossen habe. Da sind sie sogar noch hier. Und damals hier meine Gummifische gegossen habe. Da könnt ihr sogar auch parallel in die Kommentare schreiben. Das kann man ja rausfiltern, wenn ihr die Fischart quasi rausfiltert, wenn ihr am Gewinnspiel dran teilnehmt. Aber ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht nochmal so was machen soll. Also ob ich nochmal Entschuldigung. Ob ich vielleicht nochmal ein paar Gummifische selber hier mir basteln soll, gießen soll und die vielleicht mal wieder damit angeln soll. Ja? So, jetzt machen wir mal ein bisschen tiefer. So, da haben wir das Ganze. Also wie gesagt, hier oben kommt die, mal von dem Schwarzen mal halten, hier kommt die Sehne raus, ist das Gute. Ja, man kann ganz normal angeln, hier ist das Blei. Und bei dem Tropfenblei geht das auch hervorragend. Und dann habt ihr das nämlich, wenn ihr den so langsam zieht, das Blei zieht ja hier nach unten und hier hinten in Verlängerung, hier werden jetzt die Mahnen sozusagen und ich ziehe das so ganz langsam, gehen hier schön spielen so die Mahnen hinterher. Hm? Geht natürlich, wenn ihr eine Pose habt, so hoch. Aber ihr habt natürlich immer das Problem, das kann sich dann hier verheddern. Das läuft nicht so richtig, die Pose macht hier auch ganz komische Bewegungen. Und so ist es mit einer Pose, wenn ihr so ein bisschen Schleppangeln wollt mit einer Pose, die hier oben rauskommt, einwandfrei. Dann machen wir hier noch einen vernünftigen Haken ran. Hier haben wir so einen Allround-Haken. Was ist das hier für eine Größe? Ist auch eine 10er Größe. Einwandfrei. Ah, oder ist die ein bisschen groß? Ah, die ist vielleicht ein bisschen groß. Dann nehmen wir lieber hier... Was haben wir hier? Ah, da kann man mal sehen. Also, das ist dann auch von Firma zu Firma unterschiedlich. Sind beide 10er Haken. Komischerweise sind die 10er Haken viel, viel kleiner. Komisch, komisch. Aber so kann es manchmal sein. Deswegen ist wieder das Gute, geht in Angelan, um sowas zu holen. Wem ist es nicht schon passiert? Der hat hier, weiß ich wo, im Internet sozusagen Angelhaken bestellt oder sowas und dann sind die angekommen und man kennt so eine, sagt man, okay, braucht ihr jetzt 10 Angelhaken, nicht zu groß und nicht zu klein für Friedfische und dann kommen dann plötzlich Haken, die sind riesig. Ne? Und das hier ist auch eine 10er Größe und das große, was ich euch gerade gezeigt habe, war auch 10er Größe. So, und dann haben wir die auch fertig. Das freut mich. Also ich bin jetzt einsatzbereit. Wie ihr sagt, ihr Gewinnspiel. Bis nächsten Freitag ist dieser Köder angefasst, von Köderwechsel angesagt und Fisch mitgefangen. Also der ist fängig, ein super fängiger Köder sozusagen. Einen Gewinner werde ich dann ziehen am nächsten Freitag um 19 Uhr. Und dann werde ich den Gewinner dann darauf die Woche, am Mittwoch oder so, bekannt geben natürlich. Und alle, die uns noch nicht bei Instagram zum Beispiel abonniert haben oder uns folgen, macht das mal. Köderwechsel angesagt und Fritzi82. Denn bei Köderwechsel angesagt, Dankeschön auch auf diesen Kanal. Ich habe die 2000 Follower, heißt es ja, glaube ich, bei Instagram geknackt. Total cool. Also wie gesagt, das ist eine Medie, weil ich die auch ständig am Handy anhabe. Da kann man sich gut mit unterhalten. Schreibt mich da gerne an, wenn ihr eine Frage habt, Anregungen habt oder was auch immer. Und dann antworte ich. Und jedenfalls da wird jetzt auch bald ein kleines Gewinnspiel gemacht, weil ich die 2000 geknackt habe. Ich gesagt, ich denke mal, da wird es vielleicht ein T-Shirt, Basecap und vielleicht nochmal eine Mütze oder sowas. Also so eine Beanie geben. Mal gucken. Also da lasse ich mir jetzt in den nächsten Tagen noch was einfallen. Aber hier erstmal mit dem Gewinnspiel, wie gesagt, ratet einfach, auf was für einen Fisch soll es nächsten Freitag geben. Das ist hier, den Köder könnt ihr gewinnen. Wie gesagt, wir haben eine kleine leichte Spinnrute. Wir haben eine etwas längere Posenangel, mit der man variantreich angeln kann. Und eine ganz leichte Grundrute. Und in diesem Sinne würde ich sagen, dann sehen wir uns nächsten Freitag am Wasser. Und ihr wisst, ob ihr richtig geraten habt oder falsch. Und dann tschüss, ciao und bis bald.